Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Okay. Ich beneide euch, wisst ihr. Was haben wir denn hier noch? Festung. Noch okay. Ich habe diese Pilgerreise auch Geschichte. Katzen. Irrlichtümer. Boah, was ist hier für... Was ist hier für alles... Alles für Bücher gibt. Weit weg von den Sorgen. Das ist schon... Ich frage mich, ob ziemlich die viel. Überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint so. Es nicht interessiert zu haben. Okay. Ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Also da, zurück zur Wie töte ich einen Troll? Vorlieben, ich habe einen Troll entdeckt, wenn ihr glaubt, ihr seid kluge Jäger, weiß ich, wobei der Schlüssel zum Erfolg. Gut. Charakteristisch, Haut, tolle, struppige, fellbedeckt, Farbe, faltet, gut. Schluss mit der Hehlerei. Solltet ihr ihn überlesen. Gut. Trolle sind unglaublich schnell, ja. Ihr seid tapfer oder dumm. Wenn ihr tapfer oder dumm genug seid, ohne Schild zu kämpfen, solltet ihr Experte im Parieren mit euren Waffen sein. Gut, tolle Wunden schnell heilen lassen. Ihr solltet euch auf keinen langen Kampf einkarten. Gut. Finds Geheimwasser. Feuer, mein Freund. Dieses wird es freuen, mich ins Gedächtnis zu brennen. Ja, schön. Gut, also Feuer sind gut. Ja, gibt's alles Mögliche. Oh, ich darf den nehmen, ohne dass ich ihn stehle. Cool. Darf ich mir den... Nein, der... Ach, und der schläft. Ja, okay. Das bedeutet... Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Nun, was heißt es überhaupt, ein Drachenblut zu sein? In den alten Erzählungen bedienen sich die Drachenbluthelden der Macht ihrer Stimme, um die Feinde von Himmelsrand zu bezwingen. Wulfhard war ein Drachenblut, Talus ebenfalls, der Begründer des Imperiums, damals in der guten alten Zeit. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen in Himmelsrand gab, töteten die Drachenbluthelden Drachen und stahlen ihre Kräfte. Okay. Und wer sind die Graubärte? Sie sind die Meister des Weges der Stimme, des Schreins. Sie leben ja, das oben auf dem Gipfel schon gehört. Des Halses der Welt. Das müsste eigentlich so Abzug geben in irgendwie... Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Schön. Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Cool. Geht voran. Die folgt mir jetzt. Ja, Ich bin direkt hinter euch. Ich möchte ein paar Dinge mit euch tauschen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Warte mal, die hat... Das einzige ist ein Stahlschwert. Und ich habe... ich habe jetzt auch nichts mehr viel. Aber... Nein! Das war falsch. Gib mir mein... kaiserliches Schwert wieder. Foliert ein Stahlschwert, ne? Warte mal, ich habe die Axt vom Weißlauf bekommen.
Cool. Okay. Ja. Ich würde sagen. Na schön. Was denn? Befehl erteilen. Mit Hilfe ihr. Was braucht ihr? Warte dort. Sonst noch etwas? Ich gebe euch Deckung. Hier trennen sich. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Gut. Ach, die bleibt dann da. Gut, dann, würde ich sagen, es gibt hier. Oh. Scheiße. Doch ihr wart eins. Der wird nie müde, ne? Egal. Wie viel Uhr haben wir denn hier? Gut, ich würde sagen, hier gibt es in der Nähe einen Schmied, den ich unbedingt besuchen möchte. Und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Ja, das bin ich. Doch, das ist möglich. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Nein. So, ich möchte auf jeden Fall mal zu dem Schmied hier unten, den es da vorne gibt. Und ich habe mal fragen. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähne. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Gut. Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Ja. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen. Schmiede. Hier können Waffenrüstungen aus Rohmaterialien hergestellt werden. Braucht. Natürlich. So. Ich sollte einen Eisendolch herstellen. Zack. Das ist eine ordentliche Waffe, die ihr da geschaffen habt. So, ich habe einen Eisendolch. Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Ich möchte nichts über deinen Vater wissen. Ich möchte dir deinen Eisendolch geben. Etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Die will ja aber auch alles von mir, ne? Mhm. Ja, stimmst mir sogar zu. So, ich kann nicht den Nordbogen oder irgendwie sowas nehmen. Das ist irgendwie schade. Ja. Ja, natürlich. Machen wir da auch noch mal. Und das kaiserliche Schwert. Schade, das kann ich auch nicht. Wieso nicht? Ich, so. Ihr denkt, dass all der Rat. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Mhm. Gut, machen wir. Gestell. Mache Essen. Okay. Nehmen wir mal Ach, wir haben Nein, den Bärenpelz nehmen wir nicht dafür. Nehmen einfach mal den Wolfspelz. So. Fertig damit. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Ah, hier ist das gut. Leder. Hör auf, bei mich zu voll Waffen zu klatschen. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Schön. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Nein, ich mach's bestimmt nicht. So, Pelzhelm. Ja, herstellen. So, abgeschlossen. Wieder zurück. Und ihr braucht etwas? Wenn hier ist euer so Pelzhelm. Wenn ihr sollte ich euch als Assistenten einstellen. Verbessern wir die Passform.
Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Gut. Bis zum nächsten Mal. Dann, hier können wir die Sachen verbessern. Gut, ich möchte den Pelzhelm verbessern, herstellen. Ich helfe meinem Vater auf vielerlei Weise. Das ist den Leuten nicht bewusst. Aber wir können doch noch mehr herstellen. Was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ihr denkt, dass all der Rat, den mein Vater dem Jarl zukommen lässt, sein eigener ist? Sagen wir einfach, ich berate den Berater und belassen wir es dabei. Oh, das bringt ja mehr, wenn man das so herstellt. Schön, ich habe jetzt dummerweise kein Leder mehr. Schade. Ihr braucht etwas? Da. Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmieden Stahl macht. Wisst ihr was? Die besten Waffen und Rüstungen. Ich verkaufe das Ding einfach wieder. Denn ich brauche diesen Dolch nicht. Zack. Das brauche ich eigentlich schon. Einen Pelzhelm brauche ich nicht. Oh. Das war ziemlich doof. Dann gehe ich mal. So, wir stellen auf jeden Fall wieder etwas Leder her. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Waterskin. Egal, ich möchte... Nein, ich möchte... mir am besten noch ein bisschen Leder herstellen. So. Und meine restlichen Sachen verbessern. Denn ich brauche ja gute Rüstung. Zack. Ach, das erfordert einen Eisenbarren. Ja gut, hast du vielleicht Eisenbarren? Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ich brauche Eisenbarren. Na, nehmen wir mal fair. Ja. Gib her. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja, aber ich möchte jetzt als erstes das Ding herstellen. So. Zack. Erfordert Leder. Gut. Ich brauche noch mehr Leder? Oder habe ich das gerade eben schon gemacht? Kaiserliche... Doch, das ist alles schon. Gut, dann brauche ich jetzt als einziges noch meine Schwerter. Der alte Nordbogen erfordert Stahlbarren. Gut. Dann haben wir die Axt vom Weißlauf. Die kann ich. Cool, die kann ich. Nein, den Eisendolch habe ich schon. Kaiserliches Schwert. Bringt 10, aber ich habe keinen Stahlbarren. Ja. Dann gib mir doch mal. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ich weiß alles, was du brauchst. So. Als was ich brauche. Ich bräuchte Stahlbarren. Da. Nehmen wir auch mal 4. Obwohl, ich kann mir eigentlich direkt auch Stahlsachen bauen, ne? Wäre vielleicht viel, viel klüger. Ich helfe meinem Vater auf vielerlei Weise. Lass mich die Schmiede benutzen. Danke. So. Oh, ich kann gar nichts machen. Nein, ich habe das ja noch gar nicht... ich habe das ja noch gar nicht aufgebessert. Lass mich daran. Das ist irgendwie etwas bitter. So. Ja, bitte. Und das auch bitte verbessern. Zack. So. Ah, ich kann das doch nicht verbessern. Gut.
Damit habe ich alles, was ich brauche. Ich bedanke mich recht herzlich für die Einführung der Schmiedekunst. Und mache mich jetzt vom Acker. Boah, und ich habe schon wieder eine Viertelstunde gebraucht für das alles. Das ist eigentlich nicht sehr feierlich. Das ist eigentlich auch recht schade. Denn es ist wertvolle Zeit, aber ich muss wieder Pause machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.